Hier wird gezeigt, dass Rauch durch hohe Spannungen gefiltert werden kann. Dazu geben wir etwas Räuchermehl auf das Räuchernetz. Dieses wird dann mit einem Teelicht zum Rauchen gebracht. Durch das Verschließen des Behälters wird der Rauch über das Metallrohr und das darüber liegende Gitter nach außen transportiert. Das Metallrohr und das Gitter werden mit der Influenzmaschine verbunden. Sobald man beginnt, an der Influenzmaschine zu drehen, wird eine Spannung aufgebaut. Die Rauchpartikel werden am Gitter negativ geladen und somit vom positiv geladenen Rohr angezogen. Der Rauchaustritt wird dadurch gestoppt. Ein weiteres interessantes Phänomen kann man beobachten, wenn man vergisst, den Pluspol an das Metallrohr anzuschließen.